Hallo, willkommen in der Küche vom Gasthaus zum Weißen Ross. Mein Name ist Thorsten Scholz und möchte Ihnen die Apfelsuppe mit Meerrettich zeigen. Dazu benötigen wir natürlich Äpfel, am besten die Sorte Boskop, aber als Ausweich können Sie auch gerne Jonagold nehmen. Des Weiteren brauchen wir Schalotten, Butter, Mehl, Meerrettich, Prosecco oder Sekt, das können Sie selber entscheiden, Sahne, Gemüsebrühe, Zucker, etwas Salz und Pfeffer. Wir nehmen in einem Topf ein bisschen Butter und lassen das schmelzen. So, sobald die Butter zerschmolzen ist, geben wir die Äpfel dazu und Schalotten. Und das Ganze tun wir andünsten. Das sieht man ja, wenn es jetzt langsam weich wird, die Äpfel, geben wir dazu ein bisschen Mehl. Natürlich die Hauptsache Meerrettich, am besten Sahne-Meerrettich. Und tun so ein bisschen anbinden. So, das Ganze löschen wir mit Prosecco oder Sekt, je nach Geschmack, ab und geben noch dazu die Sahne und die Gemüsebrühe, die ich schon am Vortag vorbereitet habe. Und das Ganze lassen wir jetzt 15 Minuten köcheln. So, nachdem wir das ca. 15 Minuten köcheln gelassen haben, geben wir ein bisschen Zucker dazu. Das tut ein bisschen den Eigengeschmack auch mit vorheben. Salz, bisschen und Pfeffer. So, jetzt berühren wir das Ganze. Jetzt haben wir eine schöne cremige Masse. Eine Apfelsuppe mit Apfelstücken, da geben wir noch ein bisschen Schale dazu, ein paar Locken von der Schale, weil in der Schale ja natürlich die meisten Vitamine stecken, die wollen wir nicht vergessen. Ja, viel Freude beim Nachkochen und ich würde mich freuen, Sie in Königsbrück im Gasthaus zum Weißen Ross begrüßen zu dürfen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de